Muttermilch? Da kommt mir vielleicht ein Gedanke. Mach noch ein bisschen. Ungefähr 5 Minütchen. Dann muss ich leider wieder beenden. Barry? Gute Neuigkeiten! Ja, so. Kann ich das Ding vielleicht irgendwie aufhängen? Die Idee kann ich getrost abhaken. Scheiße. Bei den Bosus zu Hause wäre das voll der Brüller gewesen. Baby? Ein Kokomoto. Lecker, happy, happy. Und jetzt komm zu Papa, Papi. Hey! Geht das? Vielleicht sollte ich eine Falle bauen. Aber hiermit könnte ich mir nicht mal eine Grippe einfangen. Okay, wir brauchen eine Falle. Mama Boso hätte die ruhig mal beschriften können. Nein, ich trage meine Leben, so komme ich schneller ran. Die Ameisen verteilen sich gleichmäßig auf die Innentaschen. Für Opa Boso sehe ich eine große Zukunft in der Gastronomie. Nein, Moment, das hieß anders. Gastroendoskopie. Alles klar. Wir müssen uns also eine Falle bauen. Vielleicht könnte ich nochmal einen Schnabeltierkescher bauen. Aber ich hasse es, mich zu wiederholen. Och, schade. Ich hasse es, mich zu wiederholen. Okay. können wir das? Mama Boso hätte die... Nein, ich komme mich schneller. Mama Boso. Mama Boso. Mama. 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 Mama, Mama. Ich will nicht schon wieder die Katze im Sack kochen. Ich habe noch Krallenspuren vom letzten Mal. Was? Die arme Katze? Ich brauche Opa Boso Suppe nicht, um einen fliegen zu lassen. Okay. Dirk? Das macht die Schlagzeilen dieser Tage auch nicht weniger schwer verdaulich. Irgendwas muss ich doch damit anstellen können. Aber was? Na, dann wollen wir doch mal nachsehen, was Lotti da Schönes in ihrer Brotdose hat. Okay. Was ist denn das? Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Okay, Sekunde mal. Hormone, Ein Kokomoto. Lecker, happy, happy. Und jetzt komm zu Papa, Papi. Hey, hey, hey. Mist. Okay. Das mit dem Baby kriegen wir doch nicht so hin. Wir bräuchten ein Seil wahrscheinlich. Irgendwie war... Mist. Okay, dann machen wir das jetzt mal so. Dass wir mal mit der guten Toni quatschen. Toni. Ah, Rufus, setz dich doch. Ich sitze schon. Egal. Ich muss mit diesem neuen General sprechen. Kannst du mich durchs Tor bringen? Ich könnte, aber ich werde nicht. Ich muss erst meine Meditationsübung abschließen. Bitte was? Heißt das, du willst hier einfach nur rumsitzen? Möglicherweise leitet der Organon gerade jetzt die Sprengung des Planeten ein. Solange das letzte Hochboot noch am Aufstiegszoll vor Anker liegt? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Sagst du das auch noch, wenn sich die ganze Umgebung hier plötzlich in ein flammendes Fiasko verwandelt? Oh, das war aber unwahrscheinlich. Du meinst wie du damals, bei deinem Versuch, Blei in Blechblasinstrumente zu verwandeln? Das war erstens was anderes und zweitens hätte es funktioniert, wenn ich das hohe Fis getroffen hätte. Ach, Rufus, entspann dich einfach. Wir haben hier alles im Griff. Der General hat einen Plan. Okay. Komm schon, Toni, ich will doch nur ins Lager. Und ich sage, du hältst dich besser da raus. Wir haben hier alles im Griff. Okay, Der General hat also einen Plan. Was soll denn das für ein Plan sein, so ganz ohne mich? Das ist geheim. Aber ich bin der Anführer. Du warst der Anführer. Wir haben jetzt einen neuen General. Neuer General, neuer Schmeneral. Ihr habt ja nicht einmal mehr einen Krieg. Ich meine... Wo ist die ganze Action? Die Explosionen, die Verstümmelten, die brennenden Häuschen. Wie gesagt, wir haben jetzt einen neuen General. Okay,
Was hat es mit dem... Was hat es mit diesem geheimen Plan auf sich? Das ist geheim. Du erwartest doch nicht, dass ich das einfach so schlucke. Ich habe damals auch nicht erwartet, dass du den ganzen Liter Farbverdünner schluckst. Wo doch jeder weiß, dass das Zeug direkt das Gehirn angreift. Ja, das war cool. Ja, okay. Beim Widerstand scheint sich ja einiges geändert zu haben. Danke. Das war kein Kompliment. Hier ist alles so... organisiert. Langweilig, pupsig, dröge. Nun, das liegt wohl daran, dass wir den Organon aus Porta Fisco vertrieben haben. Wir haben neues Equipment, neue Befehlsstrukturen. Wie bitte? Ich verstehe dich so schlecht. Ein mechanischer Bart rauscht. Ja, alles klar. Du hast jetzt also einen neuen Therapeuten. Ja. Und er ist wirklich gut. Ich habe zum Beispiel nicht mehr diesen wiederkehrenden Albtraum, in dem mich das Gnu verfolgt, während sich um mich herum die Wände auflösen, bis schließlich das ganze Haus über mir zusammenstürzt. Ja, das war ein denkwürdiger Tag. Und du musst zugeben, dass die Pforte danach tatsächlich nie wieder gequietscht hat. Ja, okay. Oh Gott. Ich stelle mir das gerade gedanklich so ein bisschen vor, so wie das alles da passiert ist. Oh Gott. Der Rufus ist schon ein Arsch. Wie kannst du nur so ruhig da sitzen? Die Welt geht unter. Heißt das, du hast keinen deiner berühmten Pläne mehr auf Lager? Natürlich habe ich einen Plan. Aber dafür brauche ich... Hilfe? Ein Mindestmaß an Unterstützung. Immerhin bin ich es, der euch hier die breitgesessenen Hinterteile rettet. Nun, vielen Dank dafür. Aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Oder leicht entflammbar ist. Oder gelb. Ach, weißt du was? Fass am besten gar nichts an. Okay, wir kriegen sie schon ein bisschen aus der Fassung. Komm schon. Tod dem Organon und so. Ich weiß, du meinst es gut, aber du brauchst uns nicht zu retten. Wir haben jetzt einen eigenen Plan. Wenn du uns helfen willst, dann setz dich irgendwo hin und fass nichts an, was blinkt. Okay, schade. Ich weiß schon, wie ich die alte Toni aus der Reserve locken kann. Gib dir keine Mühe. Du solltest mich wirklich besser kennen. Ich habe mir noch nie Mühe gegeben. Oh, was? Oh, Rufus. Alter. Weißt du noch, wie ich die Urne deiner Großmutter als Puddingtopf verwendet habe? Ich bin mir sicher, du hattest deine Gründe. Ja, aber die Sache ist die... Das war gar kein Pudding. Das ist doch mal endlich eine plausible Antwort auf die Frage, woher dieser Geruch kam. Danke für diese Offenbarung. Okay, die ist aber sehr resistent gerade. Weißt du noch, wie ich Mr. Wuffel das Fliegen beibringen wollte? Ja, das weiß ich noch. Und ich entschuldige mich, falls ich damals unangemessen reagiert habe. Ich hatte weder meine Fäuste noch den Schlagring unter Kontrolle. Aber das Beste weißt du ja noch gar nicht. Eine Woche später hat es doch noch geklappt. Und die Geschichte, dass Mr. Wuffel von einem abstürzenden Wetterballon getroffen wurde, stimmt auch nur zur Hälfte. Was? So eine Erleichterung. Dann war meine Reaktion ja doch vollkommen angemessen. Oh, was? Was? Weißt du noch, wie ich deine Mutter heimlich auf dem Klo fotografiert habe? Ja, aber ich habe nie verstanden, warum. Weil ich dir nie erzählt habe, dass ich die Fotos dem alten Schmierlappen Bob verkauft habe. Ich musste natürlich noch einen Schlüpfer drauflegen, um mir das dicke Album leisten zu können. Du bist so ein... Hallo, Dre. Immer wieder für eine Überraschung gut. Okay, die ist aber äußerst resistent. Ich bin von den Toten wieder auferstanden. Glückwunsch. Erschreckt dich das denn gar nicht? Ach, Rufus. Du hast dich so oft selbst in die Luft gesprengt. Angezündet, zersägt, von Büffelstampeden zertrampeln lassen. Da musst du schon mit einem neuen Trick aufwarten, um mich zu verblüffen. Ach, das kriegen wir hin. Mich gibt es jetzt dreimal. Okay, das ist wirklich besorgniserregend, wenn es nicht so vollkommen absurd wäre. Aber es stimmt. Ich habe mich geklont. Und ich glaube, wir hätten das gemerkt. Am Ascheregen oder ähnlichem. Mich gibt es wirklich dreimal. Lang.
langweilig. Okay. Ach, ich geb's auf. Wirklich? Erinnere mich daran, dass ich meinem Therapeuten einen Obstkorb schicke. Das ist noch nicht vorbei. Was ist noch nicht vorbei? Na gut, es ist vorbei. Aber ich komme wieder. Keine Eile. I'll be back. Okay, dann gehen wir mal auf den Rufus. Das will ich nur ganz kurz machen. Und wir funken. Ach, Rufus. Warum gibst du nicht einfach... Moment mal. Ein Rufus? Zwei Rufusse? Genau. Mich gibt es jetzt doppelt. Eigentlich sogar dreifach. Dreimal so viel Action. Rufus. Rufus. Oh Gott. Okay, Toni. Ganz ruhig. Du hast einen guten Therapeuten und da gehst du jetzt hin. Schwupp. Das haben wir toll gemacht. Alles klar. Huhu, bitte kommen. Nichts. Toni ist offenbar noch in ihrer Therapiesitzung. Okay, schade. Können wir jetzt nochmal zu den anderen? Ah, okay. Huhu, bitte kommen. Nichts. Toni ist offenbar noch in ihrer Therapiesitzung. Okay, CB-Funk. Wir können sonst nichts mehr machen. Da lief gerade eine Spinne. Spinnen. Ich meine, ich finde sie ganz süß. Aber wenn die da einfach so in dem Panzer rumrennt, dann ist das doch so ein bisschen ungepflegt, möchte man mal sagen. Okay. Was? Die ist geschlossen? Therapiesitzung im Gange. Ausgerechnet jetzt. Wie soll ich denn jetzt an die Medikamente kommen? Okay, gehen wir mal nach oben. Also zum Strickladen. Und jetzt sehe ich ihn plötzlich doppelt. Was bedeutet das? Will mein Unterbewusstsein mir einen Schlaganfall verpassen? Ich habe das Gefühl, dass mich das um Monate in meiner Therapie zurückwirft. Wir müssen die Therapie verlängern. Wie jetzt? Noch länger? Ich meine, wie lange schwebte Ihnen da vor? Naja, mindestens bis zum Ende der Welt. Und dann mal gucken. Alles klar. Okay, Da sollte ich lieber nicht stören. Da sollte er lieber nicht stören, alles klar. Da sollte ich lieber nicht stören. Irre ich mich oder schielt er bereits zur Auslegeware seines Nachbarn? 11. Gebot. Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Auslegeware. Ich kann mir ja vorstellen, wie er sich fühlt. Ich wünschte, ich könnte dem armen Teufel irgendwie helfen. Ich meine... Also, ich meine... Klappt das gut? Das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Oh oh. Hier muss es seltsame Abwinde geben. Okay. Was? Kommen wir nach unten? Können wir so nach unten? Nee, leider nicht. Schade. Nein, 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 nein! Gute Neuigkeit! Echt jetzt? Ah, Mist. Irgendwie... Okay, ich dachte, ich könnte eine Abkürzung nehmen. Er sieht grimmig aus. Besser, ich störe ihn nicht. Schnapp. Das er sieht grimmig aus. Besser, ich störe ihn nicht. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er hier... Aber von hier unten aus kann ich ihn nicht treffen. Ah, Mist. Okay. Schade, durch das Loch kann man nicht durchschmeißen. Da würde ich sagen, liebe Freunde, ich mache an dieser Stelle erstmal wieder eine kleine Aufnahmepause. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, gebt mir ein Däumchen nach oben. Ansonsten eben halt nicht. Ist ja wie immer euch überlassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Gary. Tschüss. Alter, du bist so ekelhaft. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.